Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Willkommen zurück zum vermutlich letzten Teil von Trine 3 und den drei tollen Amadeus-Magiern. Mit unseren tollen Tieren, dem Eichhörnchen, gespielt von Simon, die Ziege, gespielt von Lena. Hallo, meh. Und der Papagei, gespielt von Bernhard. Servus und hallo. Hallo. Bernhard, Zett und Perucke. Dürfen wir die mitnehmen? Ja, hoffentlich. So, wo ich behalte ihn jetzt in der Hand, bis du startest. Vielleicht kommt er ja mit. Monster in den Bäumen, oder? Das da jetzt. Ja, genau. Da genau. Alles so leuchtet, sehe ich nicht mehr, ob da irgendwie noch was fehlt. Ja, toll, wir gehen. Wir kamen dem ersten verlorenen Splitter des Artefakts der Seele immer näher. Aber sie waren nicht allein. Da war noch etwas anderes im Geäst. Und es mochte keine Fremden, die in sein Reich eindrangen. Erster verlorener Splitter? Oh. Ja. Auf leisen Sohlen näherten sich die Helden dem Ort, ja, an dem sie den Splitter vermuteten. Eben wie gesagt, das ist nur ein Teil von der Geschichte. Es gibt anscheinend von Trine 3 ja nur Add-ons. Aufmerksamkeit. Ah, okay. Aha. Jetzt das ist, wenn wir nicht auf Trines achten, ne? Wir können jetzt einfach hier latschen. Naja, der epische Weg da entlang, der geile Hintergrund. Ach, schön ist es schon. Jesus. Mei, ist das schön. Ende. Und jetzt? Oh, oh. Sieht ja voll nett aus mit dem Blümchen. Sieht voll nett aus mit den Blümchen. Will bestimmt kuscheln kommen. Wohl eine Rose kaufen? Oh Gott. Okay, also Schockschwelle von den Blumen. Wenigstens hat es zumindest jetzt mal so eine Lebensanzeige. Ich habe keine Lebensanzeige mehr. Okay, ich bin tot. Simon! Ja. Rette ja. uns! Ja, ich muss da selber ein bisschen aufpassen. Da passiert so viel bei dem Endkampf. Der ist relativ verwirrend. Habt ihr Musik oder sowas? Ich habe keine. Nein, ich habe keine Musik. Mega fette Musik. Ich glaube, man muss mit dem Magier... Oh, ich bin wieder tot. Warte, ich muss das mal leiser stellen, glaube ich. Sonst hört man gar nichts. Ja, Simon? Ja? Ich bin schon wieder tot, ne? So, ich hab den Gegner einmal getroffen. Die Bälle hinmachen, ne? Ja, genau. Also immer den Schockschwellen ausweichen. Springen, wenn die kommen. Nachher so einen Ball grabben als Magier und ihn draufwerfen. Soll dann einer Magier bleiben und der andere? Oder? Ich glaube, ja. Ich will alle Magier sein, oder? Also ich probiere es einfach für uns zu retten, weil ich habe kein Vertrauen in euch. Ja. Na komm, ich habe schon einmal getroffen gerade. Bitte. Ich bin wie oft bald hast tot. Du getroffen? Hä? Wow. Gott. Was passiert da alles? Oh Gott, jetzt können wir doppelt pflanzen. Oh shit, jetzt bin ich auch rein. Alter. Da passiert ganz schön viel bei ich check beiden. Gar nichts, was wir machen müssen. Ja, wir können irgendwie was anderes machen. Jetzt gibt's nämlich keine Feuerbälle mehr. Oh, doch, jetzt schon. Ah, okay, die hätten nur ein bisschen gedauert. War ich wieder zu ungeduldig. Und das soll man ihm in die Fresse hauen? Ja, nee, und das sollte schon mal lernen zu springen, wenn die violetten Schockquellen auf die zukommen. Ja, ich hab schon zweimal getroffen. Sehr gut, Lena. Ich sehe schon, wir zwei sind das Dream Team. Und ich bin schon wieder tot. Also ich bin so genauso zwischen euch, ne? Ich mache auch gescheite Sachen, sterb aber auch genauso oft wie Valvo. Oh Gott. Schaffst es. Ich bin bald auch einmal tot, also bleib mir ein Treffer. Dann war's das für mich. Gut, dass du uns vorwarnst. Ich bin nämlich auch schon wieder weg. Na geh, Alter, wie viel kommt denn da noch? Ah! Kann ich mich mal töten lassen und einer von euch revived mir? Das ist eher. Na, warte, das ist gerade sehr doof. Also ich soll einfach probieren, es durchzuhalten. Ich glaube, das ist das Beste. Oh, oh, was passiert jetzt? Oh Gott, jetzt kommt die Megamaschine da. Was wird das, wenn es fertig ist? Jetzt müssen wir auch noch denken, oder was? Wie haben wir das zusammengebracht, dass der den Ball verloren hat? Draufrennen? Ah ja, okay, draufrennen. Warte, ich hab den Ball. Nein, hau ihn den Ball rein. Ich glaube, jetzt haben zwei Leute den Ball gehabt.
Oh. Ey, das ist schon ziemlich, ziemlich übel, ne? Wer bin ich? Die. Die Frau, die gerade alles gerettet hat, die bin ich. Gut, ich ramm das da wieder zusammen, soll jetzt irgendwer den Ball ihm draufschmeißen. Hab schon. Okay. Sehr gut, und das Ganze jetzt nur, wie viel Leben hat denn der? Noch 8 Mal oder wie? Oh fuck. Okay. Da geht's ganz schön ab. Also ich bleib jetzt einfach mal Magier und ihr macht das. Ja, genau. Gut. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Wo bist du, Simon? Ich weiß es nicht. Ich komm grad langsam. Ah, ja. Hahaha. Ha. Nein. Okay. Okay, danke. Ah, oh, fuck. Mich hat's zerlegt. Go, go, Simon! Soll man denn das alleine schaffen, ey? Ich will es gar nicht wissen, wie der Simon das geschafft hat. Boah, geht mir das auf die Nüsse. Violette zu achten, weil alles, was violett ist, ist böse. Und der Rest ist halt Zufall, wenn sowas kommt, halt schauen. Ah. Ja, kennt man aus anderen Spielen, der violette Kreis. Ich bin tot. Na, fuck it. Okay. Ich kann wieder einmal einen Treffer überleben. Ich wechsle mal zur Diebin. Zack. Sehr geil. Ah. Alter. Sehr geil, 3 Mal einmal. War ich. Fuck it. Ah. Fuck, tot. Sie macht mit der Maus gerade andere Sachen als mit der Tastatur. Das ist total merkwürdig. Gut, dass ich keinen Kill-Counter geschnitten habe. Gut, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ey, das ist jetzt aber auch echt, sobald ich revive, werfe ich auch schon wieder. Der geht so ab gerade. Ich kann leider Gottes überhaupt nicht reden, weil da muss ich mich wirklich ja maximal konzentrieren bei so einem Scheiß. Deswegen überlebst du ja auch die ganze Zeit und wir nicht. Genau. Wir sind fürs Entertainment zuständig. Bitte nicht sterben. Lumi, du bist die Letzte. Jetzt, ich bin die Letzte, das könnt ihr nicht machen. Schnell beleben. Spring. Nein! Oh Gott! No! Das Vortreffer, wenn es nicht mehr geht. Oh Gott. Oh fuck it. Deswegen habe ich gesagt, eigener Part für den letzten Boss. Und zur vermutlich letzten Folge. Und bei mir hat zwischenzeitlich die Aufnahme gestoppt. Hast du gerade Festplatten? Ich hab gerade geguckt. Hab doch. Okay. Brauchst du irgendwie noch Zeit oder sollen wir reinlaufen? Ich hab's schon wieder neu gemacht. Weiß nicht, wann es aufgehört hat. Blöd. Na, mach mal so: Spielt ihr beide Magier oder? Und probiert ihm einfach die Bälle draufhauen. Und ich probiere einfach zu überleben und euch immer wieder zu belegen. Wie macht ihr das mit den Bällen schmeißen? Also du nimmst sie einfach auf und dann schiebe ich sie mit dem Mausrad nach hinten. Achso, das reicht. Genau. Ich dachte irgendwie fallen lassen auf den oder so. Mm-mm. Okay. Genau, einfach nach hinten bewegen. Andatschen. Ah ja. Deswegen ist es eigentlich voll easy mit den Bällen. Man muss sie halt nur zu treffen und ausweichen. Das sind zwei so Sachen. Ja, die erste Runde ist ja eigentlich noch relativ simpel jetzt so, ne? Also es ist leider am Ende nachher so abartig übertrieben. Zack. Okay. Das ist egal, im Multiplayer, man kann einen mehrmals treffen. Wow. Und er kann einen mehrmals treffen. Ja. Okay. Es ist eben so übertrieben, wenn dann auf einmal so 5 Pflanzen explodieren. Explodiert da mehr als im Multiplayer? Na, es sind glaube ich gleich viel. Also im Singleplayer ist es auch so irre. Ja, dann Respekt, dass du das so geschafft hast. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast. Ich habe aber mehrere Anläufe gebraucht, ja. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube 5 oder 6. Im Multiplayer halt unübersichtlich, dass man noch irgendwie weiß, wer man ist. Ja, eben. Das ist auch wirklich das Problem. Fuck. Vor allem da von der Belichtung her sieht man die Farbunterschiede nicht mehr so wirklich. Ja. Wollen wir uns immer ausmachen, wer welchen Ball nimmt, wenn die kommen? Dass ich den vorderen nehme? Okay. Ja. Ich konzentriere mich nur aufs Wiederbeleben. Ja, ich bräuchte dann auch mal wieder Hilfe. Oh, ficken. Ich meine, oh. Oh Gott. Ja, danke. Jetzt können wieder mal Feuerbälle kommen. Ah, ja, jetzt müssen wir uns da drum kümmern. Ihr rennt den nieder, wart. Rennen nieder. Ja. Wir beide nehmen den Ball. Er kommt nicht.
Putt. Hallo. Hallo. Ja. Wollt ihr rennen? Okay, ich bin tot. Ball? Ah! Es hat mich gebuggt. Oh shit, ich hab mich verwechselt, ich bin runtergerannt. Warte, ich beleb dich, okay? Lebe. Ja? Rettet mich! Aha! Ja. Du lebst? Ja. Okay. Sehr schön. Wow, fuck, jetzt bin ich tot. Nein! Man kann dreimal getroffen werden und erstmal weg, ne? Ja, man kann Charakter wechseln, der hat dann wieder volle Leben, aber das war's dann auch. Okay, Pelle, go. Okay, Scheiße. Ich bin tot. Aha! Muss ich gerade anfeuern? Ich bin genug angefeuert worden von dem Feuerball. Vom violetten Todesstrahl. Moment, ich nehme jetzt A den Magier, weil er trifft man dreimal, wenn er seine Feuerbälle beschwört. Ja, ich glaube, das ist besser. Du hast uns ja vorhin als Zauberer auch gut wiederbelebt. Also es ist halt schwieriger, von die Energiewellen irgendwie auszuweichen, weil mit dem Ritter kann man so leicht schweben, das ist ganz angenehm. Geht halt mit dem nicht. Kann man das nicht überhaupt aus irgendwie... Ja, ich hab's mal gerade überlegt. Abbrechen. Wie bei den alten Final Fantasy Teile, wo man sich immer jede Sequenz zu Tode geben muss. Die ganzen Beschwörungen von Eden und so weiter. Ah ja, das war so abartig. Ja, wir sind schon richtige Profis. Ja, kommt mal vor wie auf einer Tanzmatte oder so. Sehr schön. Gut, zwei Treffer. 2 von 2 ist schon gut. Hopp. Und hopp. Also ich nehme den vorderen, Lumi den hinteren, oder? Und Simon den in der Mitte. Ja. Und wenn es 4 gibt, dann... Ja, einfach den hinterher. Also was, ich nehme den in der Mitte, haben wir ja. Okay. Ist vorder Richtung Gegner oder vorder Richtung uns vorder? Also ich nehme den ersten da. Dann nehme ich den ganz hinten. Irgendwie, wenn ich ihn kriegen würde. Zack. Jawohl. Kann man dreimal tropfen? Ja. Oh, ja. Na, ja. Oh, und mich hat's zerlegt. Danke. Ja. Oh Gott, wer beschwert denn unser Christen? Ich bin das war ich. Au. Also. Zweifel, Weibo. Ah. Boah. Der Strahl wird irgendwie auch schneller, oder? Ist ja, irgendwie... doppelt. Danke. Ah, Alter. Boah, was geht denn ab? Schon wieder weg. Jetzt kommt die Maschine, der was uns letztes Mal zum Verhängnis worden ist, weil sie gebuggt hat. Wer macht den Ritter? Irgendwer. Ah. Ich mach. Wer bin ich denn? Achso, der. Ich war auch gerade einen Moment verwirrt. Ja. Also warum ich halte schon drauf. Nicht? Ihr müsst nur kaputt machen, jetzt. Genau. Okay, go. Okay, warte, ich probier's wieder zerstören. Okay, ist zerstört. Der Ball ist frei. Ich hab's. Zack. Sehr gut. Da. Ah. Ah. Jetzt wird's irre. Ist wie bei Final Fantasy Teile, wenn irgendwie die Hälfte vom Leben weg ist. vom Gegner, dass der dann irgendwie. Die Sonderpsycho-Attacken ausbricht. Oder bei Dingens, bei. Nein. Oh, ich bin direkt reingerannt. Ich auch. Bei. Wie heißt Dark Souls? Dark Souls habe ich nie gespielt, aber ist auch so ein ultra krasses Spiel, wo man die Muster auswendig lernen muss. Wer hat mich gerade mit dem Ball abgeschossen von euch? Wenn dann ich unabsichtlich. Da liegt nur ein Ball. Wir müssen dann mehr 4-mal treffen. Ah! Ha! Ah. Was ist das denn? Oh Gott. Simon? Ja, ihr lebt nur. Irgendwer lebt da wieder. Ja. Ich nicht. Alter. Nein, ich hab's schon wieder zerlegt. Oh mein Gott. Okay, ihr lebt's wieder beide. Jetzt vernünftig springen. Die letzte Feuerballrunde. Oh nein, jetzt kommt wieder so ein bisschen. Lockst du es ein bisschen rein.
Bubu. Das ist nicht so buggt. Hab ihn reingeloggt. Feuerbälle. Feuerbälle. Ich hab getroffen. Da ich nicht lebe, kann ich nicht machen. Ich mach. Boah. Geil. Sehr jawohl. Schön. Stier Bachelor. Hurra! Wir haben einen Splitter gefunden. Nächstes Ziel, Riesenlande. Jetzt fehlen nur noch zwei. Das Artefakt der Seele wird schon bald wieder heil sein. Nur noch ein letztes Abenteuer. Dann wird alles so wie früher. Zur Abwechslung bin ich mal zuversichtlich. Selbst mit einem kleinen Teil des Trine ist vieles möglich. Ich kann's kaum erwarten. Doch während unsere tapferen Helden ihren Weg fortsetzten, brachte Sarek Trines Schwester in seine Gewalt und das letzte Artefakt der Macht. Episch. Episches Outro, oder? Ist bei euch auch vorbei? Ja. Mhm. Wir haben es geschafft. Ja, aber boah, bist du deppert, ist der Endkampf mühsam. Vor allem irgendwie ist es schwieriger im Multiplayer als wie im Singleplayer, weil im Singleplayer konzentriert man sich nur auf sich selbst, aufs Springen und hat halt auch einen Feuerball nach einem anderen Retour. Da muss man jetzt dann auf die Mitspieler achten, dass man den wiederbelebt. Das ist irgendwie irre. Ja, das stimmt. Und es ist ja wirklich schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Also vor allem, weil das restliche Spiel ist eigentlich meiner Meinung nach eher einfach, also jetzt nicht extrem kompliziert. Und der Endkampf, da ist jetzt doch ein bisschen krasser mit den, weiß ich, 6000 Schockwellen da ausweichen, was parallel daherkommen. Wobei ich es gar nicht so schlimm fand gerade. Also zumindest war relativ eindeutig, was man machen muss, weil man es ja schon 100 Mal in anderen Varianten gemacht hat, ne? Das schon, ja, aber es ist doch eher hektischer, finde ich. Dafür hast du es aber auch zeitlich ganz gut hingekriegt, ne? Ich überlege gerade, wie der Endkampf von Trine 2 war. Das war, glaube ich, auch so ein Rumgespringe, wo man dann, so ein Drachen halt, wo man auch dem, halt so ein Feuergeschweife da ausweichen musste und dann irgendwie auf Ranken raufspringen und ihn vermöbeln und die Ranken halt erst irgendwie pflanzen mussten mit Wasser und so. War auch ein bisschen komplizierter. Hm. Haben sie das also vermutlich dann immer, oder? Dass der Endkampf von so einem Trine-Teil immer so mega ist. Mhm. Ja. Na, ich bin gespannt, wenn das jetzt heißt quasi, dass es da noch zwei DLCs gibt oder so. Schauen wir mal. Doch eigentlich schon draußen sein, oder? Das Spiel ist jetzt auch nicht das jüngste so. Gibt's glaube ich auch schon, ja. Also, was denn, auf Steam glaube ich, habe ich es gesehen. Ich habe es immer nur noch nicht geholt. Also, ich habe leider das gespielt. Ein bisschen enttäuscht eben, dass man quasi die Geschichte nicht zu Ende erfahrt, sondern mit so einem Cliffhanger da absolviert wird. Aber mir wird nichts mehr. Mir wird nichts mehr angezeigt, dass ich noch was kaufen könnte bei Steam. Ich meine, können wir später nochmal nachschauen. Aber ich glaube, also ich habe alles. Trine 3 klingt für mich wie so ein fertiges Spiel, wo ich die komplette Geschichte präsentiert kriege, aber nein. Da kriegt man nur einen Teil der Geschichte, so wie. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schön. Irgendwie. Aber ansonsten, ja, was habt ihr gefallen für ein Fazit? Ladies first. Ja, genau. Fangen wir mal mit Lena an. Also ich hatte Spaß, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, es lag ein bisschen mehr an unserer Dreier-Kombo als an dem Spiel selbst. Oh. Ja, also weil ich euch so toll finde. Oh. Eigentlich hättest du das letzte Fazit machen müssen. Da legen wir uns alle einen Namen und dann blenden wir aus. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel alleine so witzig fände. Also es ist schon irgendwie so als Multiplayer total cool, weil man sich... Ich mochte das ja auch an Magica, dass man sich quasi gegenseitig so an Kachen pinkeln kann, ohne es zu wollen. Das macht es halt super witzig. Ich glaube, wenn man alleine ist, ist es halt einfach eine ganz andere Art Spiel, oder? Man denkt dann ein bisschen mehr und hat mehr Ruhe und keine Ahnung was. Genau, ja. Mhm. Also so war es bei mir im Singleplayer. Ich habe das Spiel eben so Weihnachtszeit, glaube ich, auch rumgespielt gehabt und da war das halt irgendwie so ein angenehmes Spiel für zwischendurch, halt eben die unterschiedlichen Rätsel anschauen, ein bisschen was überlegen. Es ist ja eigentlich relativ einfach und ruhig, muss man sagen. Und eben, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es eben so kurz ist, weil man es eigentlich relativ schnell durchgespielt hat. Aber mir die Landschaften, also die Atmosphäre vom Spiel hat mir sehr gut gefallen. Das mit den unterschiedlichen Physikrätseln finde ich auch sehr witzig.
Das sind im Singleplayer auch nicht verbuggt. Wir haben das im Multiplayer oft gehabt, dass was ich, die Trampolins nicht funktioniert haben oder das mit dem Vorstuhl, wo man das Seil oben drüber spannen muss, das hat ja nie funktioniert. Oh Gott, oh Gott. Das ist eben im Singleplayer perfekt, also da gibt es keine Probleme. Das ist nur im Multiplayer irgendwie vorhanden. Bisschen schade, aber ansonsten eben, also ich finde das Spiel, für mich war es auch nicht teuer. Ich habe das, glaube ich, auch bei irgendeiner Aktion oder so dabei gehabt. Und ich finde, um so, was weiß ich, 10 bis 15 Euro passt das schon für so ein Spiel, ist in Ordnung. Okay, man kann das sogar doch löchern. Ich muss auch sagen, ich kenne eben Trine 1 und 2 nicht, also ich habe den nicht selber gespielt, ich habe nur einen Teil von Trine 2 auf dem Kanal von Bernhard gesehen und von daher hat mich das jetzt mit dem 3D nicht so gewaltig gestört. Die Perspektive ist da ein bisschen kacke, wenn man springen muss und so weiter, man weiß nicht genau, wo man hüpft, weil es so übertrieben farbreich ist, das Spiel, aber ansonsten hat mich das 3D jetzt nicht so gewaltig gestört. Gut, das ist bei mir ähnlich, ne? Ich habe ja 1 und 2 auch nicht gespielt, aber die Leute, die es halt gespielt haben, haben mir immer gesagt, das wäre das Schlechteste. Von den drei Teilen. Der dritte Teil? Ja. Okay. Den ersten und den zweiten noch nachholen. Und das wäre es von meiner. Also, ich finde es ein gutes Spiel, mir hat es Spaß gemacht. Wiederspielwert hat jetzt meiner Meinung nach nicht gewaltig, wenn man es einmal gespielt hat. Eben vielleicht im Multiplayer nur mal so wie ich jetzt, aber. Ich werde es vermutlich nicht noch einmal spielen. War eine nette Geschichte, hat Spaß gemacht. Von daher passt schon. Was sagt denn derjenige, der Trine 2 zumindest? Du hast aber auch Trine 1 gespielt, oder, Valvo? Ja, habe ich auch. Und? Jetzt geht's los mit dem Fazit. Nehmt euch 20 Minuten Zeit. Ich hol mir mal schnell ein Tee, ist das okay? Ich habe nichts zusammengeschrieben, aber ich fand's, also es hat mir auch Spaß gemacht. War eine lustige Kombi und war ganz nett präsentiert, wiederum sehr farbenfroh und die Level waren wieder sehr nett, wieder hübsch präsentiert, aber ich fand auch, dass erster und zweiter Teil besser waren. Also vielleicht so die grobe Neuerung, also zwischen Trine 1 und Trine 2 war halt, dass der Magier quasi bei Trine 1 so ein Mana-Pool hatte. Mhm. Das heißt, der konnte nur unbegrenzt zaubern, was sie beim zweiten Teil dann rausgenommen haben. Dadurch ist das Ganze, und jetzt beim dritten halt auch, dadurch war das Ganze irgendwie leichter oder schneller zu spielen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das war jetzt eben beim dritten genauso. Aber was mir halt nicht gefallen hat, dass bei Trine 2 zum Beispiel Zauber mit dabei waren. Und bei Trine 3 haben sie es halt komplett rausgelassen. Also da gab es sowas wie ein Skillbuch. Und wenn man aufgelevelt hat, also wenn man genug gesammelt hat, konnte man aufleveln und konnte dann zum Beispiel als Thiebin dann Eispfeile schießen und Flammenpfeile. Und als Magier konnte man Planken zaubern und konnte Kisten zaubern. Man konnte Gegner in den Kisten einfangen. Man konnte als Krieger mit Schwert oder mit Hammer angreifen, was dann halt unterschiedlich ist. Schwert ging schneller, Hammer war dadurch eben wuchtiger für so Geröll und so weiter zum Wegschieben. Also gab es irgendwie viel mehr Möglichkeiten, um das halt zu individualisieren oder irgendwie aufzuleveln und hatte da halt dann auch Spaß, dann diese ganzen Skills zu nutzen. Das hat mir halt da ein bisschen gefehlt. Beim dritten Teil. Ja, da stimmt, da hat man von Anfang an ja eigentlich alles einfach freigeschalten und kann halt das tun, was man halt hat, ja. Und diese Eckensammeln fand ich jetzt auch nicht unbedingt so geil. Da fand ich es beim Zweier ehrlich gesagt cooler, so eine Story einfach zu haben, der man folgt. Ich meine, irgendwie ganz nett, dass man sich halt aussuchen kann, welchen Weg man zuerst geht. Das schon, aber halt, dass man dann irgendwie auch die Nebenmissionen auch machen muss und dass man da irgendwie alle Ecken sammeln muss, damit man weiterkommt, hat euch nicht so gestört, glaube ich, aber ich fand es nervig. Machen, wir haben es einfach gemacht. Rein theoretisch alles muss man eh nicht machen und mir hat das wirklich auch nicht gestört, weil ich das eben schon von Nintendo 64 Jump'n'Runs kenne, so wie Banjo und Kazooie oder Super Mario, muss mir einmal Sterne oder ja. Eier, was heißt glaube ich bei Banjo und Kazooie oder Putzelteile, genau sowas sammeln, damit man die nächsten Gebiete freischaltet
Ich finde das eigentlich so nicht ganz schlecht. Muss man zumindest ein bisschen aufmerksamer durch die Level durchrennen, ein bisschen was sammeln und nicht einfach gleich durchspeeden. Bei Super Mario ist es ja eher so, dass du halt dann Bonuslevel freischaltest. Ne? Du kannst ja quasi. Ja, genau, das wäre super, wenn sie sowas machen würden. Wenn sie einfach, wenn man ein Bonuslevel freischalten könnte, aber nicht, dass das eben zur Story dazugehört, dass man das halt unbedingt machen muss. Und halt am Anfang muss man ja zumindest ein paar machen, damit man da weiterkommt. Mhm. Bei diesen Kreisen da hinten, wo man dann 700 braucht und wir hatten, glaube ich, 500 oder 600, da musste man eben solche Bonuslevel machen. Was halt eben ein bisschen schade ist, finde ich. Aber das ist halt, wie gesagt, so eine persönliche Geschichte. Also ich stelle fest, ich glaube, ich muss noch Trine 1 und Trine 2 irgendwann mal nachholen. Ja, ja, mal auf jeden Fall. Ja, grafisch hat sich halt auch extrem verbessert. Trine 1 auf 2. Von 2 auf 3 fand ich jetzt gar nicht so einen Unterschied. Das Einzige, was halt da so wirklich neu war, war dieser 3D-Modus. Und zum 3D-Modus muss ich auch sagen, naja, war teilweise schon sehr verwirrend, wo, ob man jetzt in welcher Dimension man jetzt genau ist, ob man jetzt vorne ist oder hinten ist. Ja, das, beim Springen eben voll. Ja, teilweise zu ein bisschen Frust gesorgt, der vielleicht unnötig war. Und sieht man auch bei den Steam-Reviews, dass viele sagen, eigentlich war Trine 2 wirklich schon ein perfektes Spiel und diese dritte Ebene hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht, das große Neuerung. Cool fand ich aber, dass man zum Beispiel sich aussuchen kann, ob man jetzt Magier ist, dreimal Magier oder Magierkrieger und Diebin, also dass man sich da so mehr auswählen kann. Ja, das war eigentlich mein Fazit. Fandet ihr es dann? Passt, ja. Oh, unsere Zuschauer, könnt ihr mal einen Kommentar abgeben. Mhm. Sehr gerne. Oh, je nachdem, bei wessen Kanal ihr gerade reinschaut. Oder einfach bei allen drei das gleiche posten. Überall rein spammen. Wir freuen uns immer über sämtliche Kommentare. Aber wir hätten es wirklich umgekehrt machen sollen. Am Ende dann Lumi mit dem ja, war alles gut. Schön. Hat Spaß gemacht. Ich erwarte dann Zuschauerkommentare aller bei Simon. Ich fand's scheiße. Bei Valbo der gleiche Kommentator dann. Ich fand's gut. Und bei mir dann so, naja. Wenn jetzt nicht mit den Österreichern gespielt hätte, das wäre alles super, ne? So. Das wäre geil. War schon ganz lustig, aber hat euch ja nicht verstanden. Ja, aber war schon lustig, aber nee. Aber muss nicht nochmal sein. Diabo. Na gut, neidig gesagt, wir sind eh drüber jetzt über der Zeit. Ich glaube, das Fazit soweit passt alles. Dann bedanke ich mich noch einmal bei euch beim Zusammenspielen. War auf jeden Fall eine spaßige Runde mit euch. Gerne. Ja. Auch bei den Zuschauern noch einmal. Und bis zum nächsten Projekt. Ja, ich würde sagen, dass, also wenn das. Sorry. Aber wenn das passt, wenn dann irgendwann noch ein DLC rauskommen sollte, dann können wir den ja auch wieder spielen. Gerne. Dabei. Das heißt, das könnt ihr ja schon mal erwarten. Wenn da was rauskommt, dann wird wahrscheinlich auch von uns was kommen. Dann sind wir dabei. Das ist prima. Na, egal. Na gut. Dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Wieso teleportiert es mich denn da immer? Ich? Ja, immer, wenn sich irgendjemand tötet, jetzt noch beamt so irgendwie. Achso, ich wollte zum Abschluss nochmal runterspringen. Hui. Müssten das, wenn dann zeitgleich hinkriegen? Ja, zeitgleich. Wir rüpften da schon wieder vor. Auf drei. Eins. Warte, wir müssen alle von hinten nach vorne laufen und dann vorne runterspringen. Oder umgekehrt. Wer willst du denn nach hinten laufen? Wer zuerst vorne ist, oder was? So, genau. So kann man auch Zeit in dem Spiel investieren. Okay, seid ihr bereit? Ja. Drei. Nein, warte. Eins, zwei, trine. Du darfst aber nicht deine Sonderfähigkeit einsetzen hier. Ja, tu ich nicht. Oberer ist voll lahm. Hui. Geil. Okay. Ich glaube, ich beende jetzt mal das Spiel. Sonst hören wir hier nimmer mehr auf. Episch.